Hallihallo, Hallöchen, heute wieder zu einer neuen Ausgabe Let's Play World of Tanks mit einem Replay und einem deutschen Panzer. Ist das nicht schön? Hier im Sonnenuntergang oder Aufgang. Wunderschön auf jeden Fall, egal wie. Mit dem Jagdtiger 88, diesem Tier 8 Premium, den es hier gar nicht mehr zu kaufen gibt, leider. Aber der für sich sehr speziell ist, weil er einfach dieses unglaublich schnell schießende Monster ja schon fast ist. Und man sieht, der Spieler hat was drauf, sonst hätte er nicht die ganzen Gun-Markierungen hier schon mit am Start. Zum Panzer selber zu sagen, 203 Durchschlag ist sehr beachtlich für einen Panzer, der nämlich verbessertes Matchmaking hat. Also der sieht nicht höher als Tier 9 und 237 mit Premium ist dann dafür gar nicht so viel besser, aber das langt für Tier 8 locker und für Tier 9 eigentlich auch noch vollkommen aus. Also da gibt es keine Probleme. Der Panzer selber hat noch eine gute Panzerung. Er hat sogar noch eine, und jetzt hoffe ich, dass ich keinen Schmarrn erzähle, aber ich meine, er hat eine bessere Frontplatte als der Tier 9 Jagdtiger sogar, weil der Tier 9 Jagdtiger, der wurde irgendwann mal genervt. Den Tier 8 Jagdtiger, den Premium hier, den haben sie dann aber unangetastet gelassen. Sehr löblich an dieser Stelle. Wie gesagt, ich hoffe, das ist noch aktuell, aber das, damals war das auf jeden Fall noch richtig. Also das wird schon nach wie vor noch so sein. Aber eben, den Panzer gibt es nicht mehr zu kaufen. Da wurde ja der Kanonenjagdpanzer so gesehen eingeführt, der den Jagdtiger beerbt hat. So, jetzt schauen wir mal, was hier der Spieler so macht. Da gibt es schon den ersten Abpraller und er wiederum macht den ersten Hit. Und jetzt passiert genau das, der IS, was immer ganz gern beim Jagdtiger der Fall ist. Man unterschätzt gern die Nachladezeit. Weil die Nachladezeit, die ist sehr schnell. Und man denkt immer so zwischen den Schüssen so, ja, nee, einen kriege ich noch raus. Und dann macht er noch einen. Boah, was war denn das für ein guter Hit? Not bad. Und er macht hier definitiv die Front so. Also er lässt sich jetzt nicht zurückfallen und bleibt hier hinten, sondern ganz im Gegenteil. Der will hier vorne ganz klar die Action haben. Und jetzt hat man gesehen, jetzt hat er hier Schuss. Und im Zweifel nochmal einen Schuss. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. So, und hier prallen sie alle an ihm ab. Und es ist ja jetzt nicht so, dass hier die schwächsten Panzer da auf ihn drauf schießen, aber T-44, Tiger 1, IS, das sind alles Dinger, die wirklich schon beachtlich sind. So, jetzt müsste mal langsam den Tiger da ein bisschen erwidern. So, der Tiger zieht sich jetzt auch zurück. Leider kein Treffer. Hier genau oben schön auf die Kuppel, dann klappt's auch. So, jetzt ist also der wahnsinnig aggressiv, wie der spielt. Das ist ja extrem. So, jetzt konnte er den rausnehmen. Jetzt hat er hier leider sehr viel Action, die alle irgendwie sich nicht so benehmen, wie er das gerade gebrauchen kann. Aber dann gut, nimmt er halt den Tiger. Auch kein Problem. So, jetzt aber auf den IS. Nein, da war er zu schnell. Aber im zweiten, mit dem zweiten sieht man halt besser, wie man so schön sagt. So, Arti haut dann ab, da ist der Cromwell. Für den setzt er sogar extra nochmal zurück. Ah, und der Cromwell in dem Augenblick gleich nochmal zurücksetzen von ihm und dementsprechend schafft das nicht, auf den Cromwell zu kommen. So. Hier
Jetzt der UI. Oh, der schaut aber mal schön weg. Der ist ja idealer Gegner. Und gerade weil er jetzt auch noch hochfährt, weil der ist so langsam da jetzt. Oh. Oh gut, okay, ist natürlich auch ein schöner Gegner für die Arti. Da war es aber mal ganz schnell geschehen. Da ist die Arti dann des Gegners, der Jagdtiger. Drehen, drehen, drehen. Schuss 1. Kriegt er noch den zweiten? Kriegt er den Kill? Ja! Da hat er ihn. So, und da kommt jetzt der Tiger hoch. Der hat jetzt hier direkt getroffen. Auch der Tiger hat hier einen schnellen Reload. So, jetzt prallt er ab. Und jetzt wollte ich gerade sagen, dürft es eher fertig machen, aber... Der wurde eher schon beseitigt. Aber ich finde das, wie gesagt, sensationell. Der ist wirklich der Panzer, der hier am meisten auf den Gegner drauf fährt. Sich hier gar nichts scheißt. Ganz im Gegenteil. Wenn er das macht, die Su, ja. Su, man soll den Jagdtiger nicht rammen. Der ist schwer genug. Und einen Kill braucht er noch für den Krieger. Und er kriegt ihn. Ja, sehr geile Runde. 5.686 Schaden, 3.800 geblockt, fast nochmal 2.000 unterstützt, 164.000 hat er rausbekommen. Damit für mich das verdiente Replay of the Week. Ich hoffe, ihr seht es ähnlich. Ansonsten hat es mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.